du wachst früh auf und denkst dir, alter Scheiße, ey, was ist denn jetzt? Ist mir jetzt irgendwie eine Elefantenherde über den Schädel latscht? Was ist denn da los, Alter? Da fährst du einmal durchs Dorf, ne? Da fährst du einmal bitte? Durchs Dorf. Was ist denn das? Ach, Völker, Scheiße, nein. Was ist denn mit dem? Sag mal, was ist denn mit euch? Alter, da muss ich doch mal kurz... Ja, ich war nämlich, aber da mache ich jetzt keine Werbung für, aber ich wurde gestern von einem, am Donnerstagabend von einem Mann beschnitten. Beschnitten, ja. Das heißt... Was ist denn für ein Vogel, Alter? Hast du gerade gehört? Das ist ja, aber wirst du wieder Vogel treffen. Der Five Club. Die erste Regel über den Five Club. Es wird nicht über den Five Club gesprochen. Es wird nicht über den Five Club gefilmt. Ach, die Sonne ist wieder mit uns. Ich finde das so geil. Der Five Club. So, kurz mal hier für die Abmahnung. Nee, wir lassen es einfach mal laufen. Die Leute müssen auch mal lernen, dass auch wir einfach nicht immer lustig sind. Und dass wir auch Stil haben. Ja. Also, dass wir auch einfach eine gewisse Klasse vermitteln. Denk mal dran, dass ich hier meinen Schokokroissant reinmache. So fühlst du dich vom Bild her gewürdigt? Ich fühle mich sehr angesprochen. Von der Aufteilung her und so. Das ist nicht das Gefühl, dass du auf deiner Seite ein bisschen rausrutscht? Nee, finde ich nicht. Also, ich finde es super so. Okay. Ja. So, Freunde, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Hübsche Söhne. Mein Name ist Norm, das ist Pete. Und heute jetzt wieder ab. Wir sind wieder unterwegs. Seit, sag mal, dieses 17 Jahre Freundschaftsding müssten wir jetzt eigentlich mal umändern, wa? Haben wir dieses Jahr unseren 19. schon oder erst unseren 18.? Weiß ich nicht, das steht im Kalender drin. Steht im Hübsche Söhne Stammkalender. Da müssen wir nochmal Brigitte vorne vom Tresen fragen, die immer unsere Anrufe entgegennimmt. Naja, aber die hat doch heute, hat die nicht, heute ist doch Samstag, die hat doch heute frei, weil die irgendwie mit ihrem Mann auf die Bundesgartenschau geht. Ja, ja, deswegen müssen wir mal kicken, aber dann rufen wir die einfach dort zwischendurch mal an. Ja, die ist ja cool drauf. Das ist ein sehr erfrischendes Wesen. Ja, ich habe ja gestern gepostet hier mit den Lippen, wo sie locker durch die Lippen atmet. Ja, fand ich sehr gut übrigens. Oh, ich brauche aber, ich muss aber ehrlich gestehen, ich brauche auch noch ein paar Minuten, weil Sommerzeit ist ja Allergiezeit und Patrick wurde, in dem Punkt wurde ich von der Sonne nicht geküsst. Ja, du bist ja so ein bisschen, na, wie soll man sagen, angeschissen. Du hast ja quasi da vom lieben Herrn nicht so das absolute Wobei-Schenken mitgebracht. Nee, bekommen, vor allem das Ding ist, ich weiß ja, wie es ohne ist. Ich hatte das ja nicht immer in meinem Leben. Ach so? Nee. Wie ist denn das dazu gekommen? Ich bin in der Pubertät bin ich in diesen Strudel der Gewalt. Der Gewalt eingetaucht. Und seitdem habe ich den Abschluss nicht mehr. Es war wirklich, ich kann mich noch erinnern, dass ich eines Sommers früh aufwachte und auf einmal mich gewundert habe, warum. Das Ding ist ja, du fühlst dich ja, als wärst du krank. Ja, aha. Du okay. Hast ja wirklich, du wachst früh auf und denkst dir, alter Scheiße. Ey, was ist denn jetzt? Ist mir jetzt irgendwie eine Elefantenherde über den Schädel latscht? Habe ich gesoffen mit meiner Freundin? Oder was ist passiert? Also du fühlst dich so, das ist so junggesellenmäßig, ja? Du bist fix und fertig, ja? Okay. Aber du hast irgendwie 18 Stunden geschlafen und ey, das ist echt krass. Sag mal, kannst du eigentlich aufzählen, gegen was du alles allergisch bist? Nö, das war relativ, also das heißt also, aufzählen, also... Oder einfach gegen draußen? Nee, ich bin allergisch gegen Frühblüher und Gräser. Ja, okay. Gräser, das ist halt... Ja, Gräser halt, ich weiß nicht, was dir noch dazugehört. Cannabis auch? Ja. Okay. Ganz schlimm. Und dann halt noch gegen so Birke, Linde, diese ganzen Bäume halt. Das ist ja schön, weil ich wollte heute mit dir in den Wald. Ja, ich habe mich aber schon medikamentös eingestellt. Hast du jetzt schon eine Dröhnung verpasst? Ja, klar. Das Problem ist an diesen Tabletten, ist ja, dass sie müde machen. Also es kann durchaus sein, dass sie... Ey, ich sage mal so, solange dir das nur auf der Autobahn passiert, da fährst du ja nur geradeaus. Ja, ich sag mal, unser Motto sollte sein, wir sollten versuchen, zwischen den zwei weißen Streifen zu bleiben. Okay. Zur Not, du kannst auch, ich hab ein Tempomat, den schalte ich dann ein und du lenkst. Aber das ist ja auch praktisch, dass zwei Autos vor uns so eine Notarztkarre fährt. Echt? Vielleicht bleiben wir einfach hinter dem, egal wo er hin will. Oder ist das ein Technikerwagen? Das ist Feuerwehr. Der ist doch, Feuerwehr ist doch Notarzt. Ja, aber der ist ja alle dabei. Ja, da sitzt ja nur so ein Arzt drin, den Baum zersägen können und nicht irgendein Notarzt, auf den ich mich verlassen kann im Notfall. In so einem T4-Bus? Meinst du? T5-Bus. Entschuldigung. Das ist aber nicht schön. Ey, übrigens, was ich sagen wollte, das Thema Abgas-Turbolader ist mittlerweile so ein Running Gag geworden, auch in meiner Fangemeinde. Ja. So, in deiner
Das ist wirklich krass. So krass. Alle kommen immer so an und sagen so, ah, Patrick, ich weiß ja wirklich eigentlich alles, aber wie ein Abgasturbolader funktioniert, weiß ich nicht. Ich finde es viel interessanter, dass du hier gerade saßt in deiner Fangemeinde, weil ich habe tatsächlich wirklich das Gefühl, du hast auf jeden Fall eine Fangemeinde, aber bei mir läuft nicht so. Nee, ich habe eine riesengroße Fangemeinde, das liegt aber daran, weil ich festangestellt bin. Und ich selbstständig. Ja? Das heißt also, du hast deine Fans im Büro, oder? Ja, also eigentlich schon. Okay. Also ich kriege ja auch jeden Montag erstmal komplettes Feedback von den ganzen Leuten. Ach so, okay. Und da sind noch einige kritische Beobachter sind da auch mit dabei. Ah, okay. Ja. Aber zurück zum Thema. Allergie ist wirklich eine Sache, Kinder. Ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr das spürt, dass ihr sowas habt oder so, ne, dann scheut euch nicht, mal zum Arzt zu gehen und euch mal testen zu lassen. Das ist weder unmännlich noch sonst an was. Es ist einfach wichtig. Und ihr könnt auch mit uns darüber reden. Also wir sind auch in dem Thema für euch da. Ihr könnt die Kommentarfunktion oder uns Nachrichten, Facebook, weiß der Fuchs. Falls ihr mal Allergietipps braucht. Ja, könnt ihr natürlich alle drunter schreiben und wir kümmern uns auch um diese Probleme. Ich habe zum Beispiel ein kleiner hübscher Söhne Insider-Tipp von mir. Was ist denn da los, Alter? Da fährst du einmal durchs Dorf, ne? Da fährst du einmal durchs Dorf. Was ist denn das? Ach, Völkerwanderung? Nein, heute ist doch dieses Mittelalterfest hier. Was ist denn mit dem? Sag mal, was ist denn mit euch? Alter, da muss ich doch mal kurz. Willst du das hier kurz aufnehmen? Ich weiß nicht so richtig, ob ich das aufnehmen will. Machst du das schon? Da fährst du einmal durchs Dorf. Hier sind auf jeden Fall ein paar richtig Bekloppte am Gange. Aber guck mal, die da drüben sind noch viel krasser. Mit ihrer Pokémon-Sache. Alter, ist die Battle of the Giants oder was? Da drüben die Fraktion Manga. Bist du wie eine Vorkommen wie bei Game of Thrones? Ey, wunderschön. Ey, was ist denn hier los, ey? Schnell weg. Ey, ich hab ein bisschen Angst. Und hier so gesperrt, ne? Ja, ich fahr ja links. Der Thusitenfest ist da. Thusiten? Oh Gott, ey, wann waren wir das letzte Mal auf dem Thusitenfest? Da hatte ich auf jeden Fall noch den Führerschein. Guck mal, hier von der Seite, da kann man auch mal sehen, wie wunderschön attraktiv du von... Ja, ich war nämlich, aber da mache ich jetzt keine Werbung für, aber ich wurde gestern von einem, am Donnerstagabend von einem Mann beschnitten. Beschnitten, ja. Das heißt, beim Barbier. Und auch das ist wieder so eine Sache, Männer, macht das einfach. Das ist einfach auch schön. Ja, man muss ja auch mal diese perfekten Kanten kurz, dieses Kinn, ja, diese Kinnpartie. Ja, also bei mir. Wie ein Sechser Kantholz, ja. Ja, wobei mein Kinn auch wirklich sehr attraktiv ist, muss man auch wirklich mal sagen. Nee, man muss auch allgemein sagen, ja, wirklich sehr schön. Was dir mit der Nase nicht gegeben wurde, hast du am Kinn bekommen. Ja, aber wie die Nase des Mannes, so auch sein Johannes. Klein und dick. Man muss auch mal an dieser Stelle sagen, bei mir ist halt genau umgekehrt. Ne? Also mir hat halt der liebe Gott eine wunderschöne Nase. Also sie ist wirklich auch im Seitenprofil perfekt, huckellos, nicht dick, nicht dünn, nicht zu schmal, nicht zu breit. Das ist wirklich eine perfekte Nase. Ja. Ja, und die würde auch, auch die Leute, die uns nicht so mögen und uns vielleicht nicht so gerne gucken, würde ich auch euch bitten, wenn ihr uns mal irgendwo auf der Straße trefft, mir nicht die Nase zu brechen. Kommi für Kinn und Like für Nase. Seid ihr Team Nase oder Team Kinn? Dafür habe ich ein beschissenes Kinn bekommen. Egal wie viel ich abnehme, ich werde immer ein Doppelkinn haben. Ja, das ist wirklich nicht schön. Und ich kann das aber halt ein bisschen mit diesem Bart vertuschen und hier so eine Kante simulieren. Das ist quasi Live-Foto. Hier aber nicht da ist. Diese Kante existiert nicht. Also wenn ich kein Bart habe, dann hat mein Kinn so einen kompletten Übergang. Die sofort in den Kehlkopf. Genau, über. Die sofort über. Du hast mich aber unterbrochen. Ich wollte ja eigentlich noch einen Profi-Tipp für Allergiker raushauen, weil wir machen ja auch medizinische Sachen. Naja, klar. Nee, für unsere Gäste. Und zwar, wenn ihr mal so einen richtig allergischen Anfall habt und ihr wollt abends aber in Ruhe schlafen gehen, dann kann es ja vorkommen, dass die Nase juckt, ne? Und alles Mögliche. Und dann musste man die ganze Zeit niesen und was weiß ich nicht alle. Es gibt ja alle diese ganzen, ich vertrete die ganzen Allergiker unter euch, ihr werdet das Problem kennen. Und ich habe den Profi-Tipp rausgefunden. Waschlappen, nass machen mit kaltem Wasser. Und auf den Hoden legen. Genau, so. Okay, ja. Die eintippen lassen. Nein, geht's du, glaube ich, ein. Einfach auf den Rücken legen, ins Bett, Decke schön hochziehen, bis zur Brust bis hin. Ja. Einfach den feuchten Waschlappen ins Gesicht legen. Und ich schwör euch, das lindert auf jeden Fall. Und wie kriegst du dann da Luft? Na, durch den Waschlappen. Das ist wie so ein Filter. Ach so, genau. Früher bei den Amis hat man das, glaube ich, Waterboarding genannt. Genau. Ja, passt einfach ein bisschen auf euch auf. Gesundheit ist uns allen wichtig und das liegt auch uns allen am Herzen. Und gerade Allergie ist so ein Thema, das betrifft uns ja irgendwo alle. Also aktuell, ich sehe ja viele Leute, die Allergie haben. Nee, man muss einfach auch zum Thema Gesundheit, da muss man auch informieren, da muss man auch den Leuten Bescheid sagen und denen einfach auch erklären, wie diese Sache funktioniert. Und ich meine, ich als Nicht-Allergiker habe ja da Glück, ich bin ja da fein raus. Ja. Aber kannst du das nachvollziehen? Also hast du Verständnis dafür, wenn ich niese?
Nee, oder stört dich nee, mich stört das. Also mir geht das richtig hart auf den Sack, ehrlich gesagt. Okay. Weil ich es halt nicht nachvollziehen kann, wie man so sein kann. Also ich könnte so nicht sein. Okay. Ja, man ist immer so ein bisschen zwiespalten, ne? Also als Nicht-Allergiker ist es natürlich so, dass du auf der einen Seite dir schon darüber im Klaren bist, dass der andere dafür ja nichts kann. Ja, aber wenn du dann manchmal so sitzt und du guckst gerade irgendwie einen Film oder liest irgendwas und neben dir sitzt einer, der wirklich 10 bis 12 Mal nacheinander niest, und das ist ja tatsächlich auch manchmal keine Übertreibung. Ja, ja, so. Das ist ja so ein Kodex unter Allergikern. Unter 10 Mal ist eigentlich... Richtig, unter 10 Mal bist du keine harte Sau, da kriegst du keine Kutte. Allergiker-Kutte. Genau. Von daher ist es natürlich manchmal dann trotz alledem anstrengend, aber man, also davon genervt zu sein, ist ein bisschen übertrieben, das klingt ein bisschen hart, aber man braucht jetzt als Nicht-Allergiker auch nicht so tun, als würde man das nicht registrieren, so, das ist schon... Aber ich meine, und es gibt ja auch dieses ungeschriebene Gesetz, wenn du halt jetzt immer, ich zum Beispiel im Büro, ne, ich niese da ja sehr viel. Ja. So, ich habe auch jetzt innerhalb von 2 Tagen ungelogen eine ganze Rolle Klopapier leer gemacht. Mit Schnauben halt. Ja. Es ist so... Der erste Nieser wird immer noch mit so abgetan, mit so, ja, Gesundheit. Ja, ja. Und dann irgendwann sagst du einfach noch so, ey Jungs, lass sein. Auch da hab ich einen Profi-Tipp. Mann, Alter, diese Fahrradfahrer, die gehen mir so auf den Geist, Mann. Warum, wie kann man denn freiwillig seine Hoden in so eine enge Radlerhose drücken? Guck doch mal sein Gesäß und seine Waden. Das finde ich mir wirklich so eine Sache, die müsst ihr mir mal erklären. Die sind doch schick, ey. Also Respekt, dass ihr da so sportlich fit seid, aber da, warum müsst ihr denn, Mann, im Pankow? Nicht im Pankow, doch irgendwo da hinter Weißensee oder so. Da gibt es doch irgendwo so eine Strecke, wo die im Kreis fahren können. Kreisverkehr? Ja, fahr doch da, Alter. Vor allen Dingen, dann manchmal fahren die auch noch nebeneinander. Ja, das finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Richtig auf den Puffer. Musst du mal ein Fenster runter machen, so die Hand raushalten und dann so auf den Arsch. Ich habe ja seit den letzten Folgen versuche ich ja so ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit in unser Programm zu bringen. Aber merkst du, dass du immer alles, was ich sage, komplett verulknudelst? Wieso? Entschuldigung. Das Thema Fahrradfahrer habe ich ja wohl alleine eingebracht gerade. Ja, na klar, aber du hast das mal. Und ich wollte jetzt eigentlich mal sinngemäß drauf einsteigen und sagen, ja, aber es ist doch auch schön, wegen der Umwelt zuliebe. Und das Erste, was dir einfällt, ist, dass man irgendeinen Fahrradfahrer auf den Arsch schauen kann. Naja, klar, ich versuche halt immer, wenn dir das Leben Zitronen gibt, dann mach Limonade draus. Boah, ja, Alter, das ist doch so ein Spruch, ey. ich habe immer eine Phrase dabei. Wo waren wir denn gerade? Bei Allergien? Achso, genau, Gesundheit. Da habe ich nämlich auch noch abschließend eine Sache zu sagen. Laut dem Knicke, der ja sich regelmäßig ändert, ist es der so... So ein Arschloch, wa? Der schreibt das immer um. Dieser Penner. So ist es halt tatsächlich so, dass man, wenn jemand niest, nicht mehr sagt, oh, Gesundheit, sondern der Niesende sagt, Verzeihung. Wieso? Ja, das musst du nicht verstehen, aber das ist halt so. Also das steht halt so zumindest im Knicke, du musst dich auch nicht dran halten. Ist ja, aber die Frage ist jetzt, wie ernsthaft nehme ich den Knicke? Also ich persönlich mache das so. Ja, ich persönlich mache das so, dass wenn ich niese, dass ich kurz sage Verzeihung. Weil ich erstens dadurch den anderen Leuten diesen Scheiß nehme, dass sie mir Gesundheit wünschen müssen. Gerade wenn 5 Leute im Raum sitzen und alle sagen Gesundheit, 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 Gesundheit. Ja. Und zweitens ist es tatsächlich so, dass wenn du dann nochmal niest, die Leute dann auch nicht... gezwungen sind, nochmal Gesundheit zu sagen und nochmal Gesundheit. Wenn du einfach beim ersten Mal sagst, Verzeihung. Verzeihung ist sowieso ein super Wort, Leute. Kann ich euch einfach ans Herz legen. Wenn man mal irgendwo durch muss. Ja, man ist besser, als wenn du so sagst, so auf Berlinerisch, Entschuldigung. Entschuldigung oder sorry. Ja. Oder hier, darf ich mal. Verzeihung. Sondern einfach Verzeihung. Gut. Freunde, das war mal wieder eine schöne Folge und ich finde, es ist auch mal wichtig, dass wir auch mal über Sachen sprechen, die uns alle betreffen. Ja. Niesen, Gesundheit und Fahrradfahren. Richtig. Und damit schließen wir ab erstmal, würde ich sagen, wir hören zu. Seid auf jeden Fall nächste Woche dabei, weil wir werden hier ein bisschen schön Natur und so machen. Genau, wir sind nämlich gerade auf dem Weg in den Wald. In den Wald, wo wir mal Tat am Limit mit seiner Allergie testen. Und ich gebe euch ein paar Tipps, Norbert und Spaten dabei. Also ihr wisst, was wir machen. So, Freunde, bis nächste Woche. Das ist Pete, mein Name ist Norm, ich bin schon selber. Mit diesem. Das ist geil, oder? Das hat mir von dir abgeguckt, aber du hast dir das auch von jemandem abgeguckt. Nee. Doch, das hab ich selber eingeführt. Nee. Aber. Wie passiert dir denn öfters, dass du genauso denkst wie andere? Das Ding ist, irgendwie, ich finde, es hat so eine gewisse Dynamik. So, da kann man die Leute. Also das ist so nicht so schwul. Ja.
Ich muss wirklich sagen, das dritte entspricht nicht meiner Geisteshaltung. Muss ich wirklich mir nur abgewöhnen. Micha, das tut mir furchtbar leid, ey, dann nicht. Aber ich finde sehr dynamisch, wenn du halt so ein bisschen mit Schwung und Klatschen die Kamera zumachst, als wenn du einfach so ernst, legifär. Mit Schwung und Klatschen wollen, damit die immer sind, wa? Ja. Ah ja, klatschen. Micha, der hinter dich. Micha. Mit Schwung und Klatschen, das weißt du. If you tinker away my trade, would you still find me carrying the pots I've made, following behind me? Save my love to loneliness, save my love for sorrow.